Ja, zum Glück übertragen wir in den Pausen nicht den Ton. Ja, was haben wir denn jetzt noch Genau. Schönes? Wir hatten ein Quiz. Ich schalte mal kurz darüber. Zack, da sind wir schon wieder. Das sind wir noch nicht. Moment, da ist das Quiz. Das war die Frage und das war doch einfach. Und ja, wie gesagt, Frauen können Multitasking und dieses Mal war Miriam tatsächlich wieder am schnellsten. Miriam, was sieht man dort? Jan Nanini und die Sisters. Sister Act, ja. Und wem jetzt die Also, Lösung noch nicht klar ist, dem kann man nicht Gianna helfen, weißt du? Sisters. Also Genau. bitte, wer das nicht gesehen hat, Das der. Peinliche ist, es ist ja, wie gesagt, bekannterweise mein Lieblingsspiel. Und beim Durchtesten der Fragen von Wolfgang, ich hatte die Lösung nicht, lag die auf dem Stapel, muss ich drüber nachdenken, habe keine Ahnung. Ja, Peinlich, gut, peinlich. ich muss gestehen, dass Gianna Nanini da auch nicht sehr schön getroffen ist. Ja, aber wir machen noch mal eine weitere Frage, diesmal aus der Rubrik Medium, würde ich sagen. Ich hoffe, ich hatte die nicht schon, dass ich schon anfange, Sachen doppelt zu nehmen. Schauen wir mal, eine Classic-Frage. Nö, wir nehmen eine neue Frage. Die ist niedlich und auch schön einfach, aber die macht Spaß. Ich habe was Schönes. Kleinen Moment. Blenden wir es ein. Wie gesagt, eine Mail schreiben. Wer als erstes die Mail schickt oder die erste, die hier ankommt, erhält den Steam Key. Und auch nochmal ein Dank an alle, die zwischendurch spenden. Das trage ich Stück für Stück nach. Wir sind ein bisschen hinterher, weil die Mails tatsächlich sehr verzögert ankommen und wir haben hier gar keinen Schnee. Hier ist die Frage: Welcher Spieletitel ergibt sich aus diesen beiden Bildern? Das ist wirklich einfach. Vor allem für die Leute, die schon mal am Wie Retro-Stammtisch mitgespielt süß. haben. Genau. So, und da gehen wir jetzt auch sofort wieder raus, denn das muss reichen. Ja, wir sind immer noch in einem offenen Talk unter Gästeerwartung, aber es kann auch sein, dass wir nachher in normalen offenen Talk übergehen. Beim Retro-Kompott weiß man ja nie, was einen erwartet. Es war ja auch nicht sicher oder vor allem nicht klar, ob jemand aus einem Studio bei uns direkt sich zuschaltet und ja, eine Pause nutzt. Seine Richtung für die Zeit. Und danke an Carsten auf diesem Wege, dass du dich kurz aus dem ProSieben-Studio zu uns geschaltet hast. Das war sehr cool. Also fand ich lustig. Und jetzt wissen wir ja auch, dass da wirklich richtig viel Retro-Verständnis ist und das freut uns riesig, dass du uns da auch auf dem Weg so ein bisschen immer bei Facebook begleitest und beobachtest. Vielen, vielen Dank. Ja, wir wollen nachher spielen. Falls da jetzt sich alle fragen, was reden die da eigentlich immer von Amiga Live? Können wir das nochmal irgendwie versuchen, kurz zusammenzufassen oder erklären, was wir da eigentlich immer vorhaben oder was wir da auch einmal im Monat machen. Möchte da jemand noch mal eine kurze Erklärung zu abgeben? Michael hat auch nach einer Sekunde schon die Fragemail beantwortet. Da kann das so bestimmt noch mal machen. Was, war der schon wieder schneller als ich? Garantiert. So wie er gelächelt hatte, war er schneller als du. Nein, ich glaube, ich lasse jetzt auch anderen den Vortritt. Das ist langsam unverschämt. Herr Patrick, Ja, keiner will erklären, was Amiga Live ist. Ich kann es nicht, weil ich zweimal mitgemacht habe, glaube ich. du kannst erklären, dass du mitspielst, aber ich wollte mir gerade ein bisschen Zeit verschaffen, um mal die E-Mails hier weiter abzuarbeiten. Ja, Pech gehabt. Ähm, Soll ich das mal heißt, erzählen? dann müssen wir sonst den Danny nochmal verpflichten hier als Co-Moderator, falls du das gerade zeitlich schaffst, Danny. Amiga Live. Amiga Live. Wir spielen jeden, nein, nicht jeden, aber doch jeden Ein, zweiten. einmal im Monat und Einmal im Monat, ansonsten, wenn wir Lust das war mal haben. zweimal im Monat, deswegen war ich gerade etwas verwirrt. Einmal im Monat spielen wir sonntags Amiga Live. Was ist Amiga Live? Amiga Live ist ein Open-Source-Projekt, was man über die Seite www.amigalive.com abrufen kann. Da kann man einen, ja, einen Amiga-Emulator runterladen. Und die Besonderheit an diesem Amiga-Emulator ist, der kommt komplett mit Spielen und allem drum und dran und man kann dann online gegeneinander spielen. Und ja, das machen wir sehr häufig halt, wie gesagt, sonntags. Und man muss halt nichts Großartiges machen, außer auf die Webseite zu gehen, sich den Client runterzuladen. Den gibt es für Windows, macOS und auch für Linux. Und ja, dann kann man da aus einer riesigen Bibliothek von Spielen halt eben Spiele auswählen. Bei uns sind es dann eher Titel, die jetzt nicht so bekannt sind, wie zum Beispiel Achtung, die Kurve, weil man die halt eben dann bis zu 8 Spieler miteinander spielen kann. Aber wenn man jetzt auch mal mit einem Kumpel spielen will, da gibt es auch so Spiele wie Speedball 2 und sowas. Also das ist ein ganz tolles Projekt und das ist halt eben dann auch die Plattform, die wir halt eben nutzen, um online miteinander zu spielen. Ja, ganz wichtig, wer da mitspielen möchte, sollte irgendwie zumindest dafür sorgen, dass das Bild, was man bei Amiga Live sieht, auch gestreamt wird, und nicht das Bild, wo man nur selber drauf zu sehen ist, weil es immer wichtig ist, für Zuschauer durchgängig zu sehen, was gerade passiert. Das kann man mit OBS machen, man kann aber auch notfalls einfach den Bildschirm abfilmen, wie man Lust hat, ob man sich selber mit einbauen will oder was auch immer. Da können wir aber auch gerne mal Tipps zu geben, wenn da jemand Fragen zu hat. Aber mitspielen kann da im Prinzip
Jeder. Und falls wir wissen ja nicht, wie viel wir heute Abend noch sind, da können auch gerne sich noch einige von unseren Zuschauern zuschalten, wenn sie möchten. Die können dann Bescheid sagen. Und wenn wir dann noch Platz haben, könnt ihr da auch gerne mittesten. Aber wie gesagt, dann sollte man schon ein bisschen Ahnung von OBS oder Ähnlichem haben, weil man natürlich heute nicht mehr so viel erklären kann. Ja, es ist immer halt ganz schön, dann zu sehen, dass alle das gleiche Bild haben, wenn wir im Hintergrund mitspielen. Wie viele Leute können mitspielen bei Amiga Live? Ja, je nach Spiel bis zu 8. Was ja schon eine ganze Menge ist. Und wir hatten ja auch bei California Games, glaube ich, mit 4 oder 5 das auch schon ausprobiert. Das war zwar nacheinander, aber das ist sehr unterhaltsam. Und die Technik läuft jetzt anscheinend ja auch wieder, weil da gab es ja ein paar Tage lang oder ein paar Wochen lang wohl Serverprobleme, aber das scheint sich ja jetzt ein bisschen normalisiert zu haben. Zum Thema Quiz, sehr lustig. So viele Antworten haben wir noch nie. Es haben natürlich alle die gleiche Antwort geschrieben. Wir haben innerhalb von 2 Minuten kamen die ersten 8 Antworten hier rein. Und die kamen wirklich im Sekundentakt, wollte ich gerade sagen. Und dieses Mal, ja, Miriam war nicht am schnellsten. Dieses Mal war es Michael. Und ganz knapp danach Manfred und Miriam, mehr oder weniger in derselben Millisekunde. Ja, auch da machen wir jetzt noch mal eine Frage dazwischen. Jetzt, wo ein bisschen Zeit und Ruhe hier eingekehrt ist, können wir gerne noch mal. Die URL, nochmal hier kommt eine Frage aus dem Chat zu von Sasatari. Die URL für Amiga Live ist www.amigalive in einem Wort geschrieben.com. Genau. Und ihr findet auch noch ein paar Infos bei uns auf retrokompott.de. Da erklären wir auch noch mal, wo man OBS sich zum Beispiel runterladen kann oder was da so alles gemacht wurde. Vor allem, was wir auch in den nächsten wann auch die nächsten Amiga Live-Termine sind. Die sind immer am ersten Sonntag im Monat nach dem Podcast. Das heißt, wir haben morgen Podcast. Das heißt, morgen in einer Woche wäre wieder ein Amiga Live-Tag. Und heute Abend natürlich auch. Aber der nächste offizielle Amiga Live-Abend ist morgen in einer Woche, also am 14. demnach. Ja, ich schalte noch mal ganz kurz aufs Quiz zurück. Ich hoffe, es gelingt mir hier. Ja, da haben wir das. Ja, das war nicht so schwierig, oder? Robin, du Nö. kannst es doch auch lösen. Nein, er mag keinen Regen und keine Inseln. Doch, doch, ich mag Inseln, finde ich gut. Klingt ein bisschen nach Urlaub, etwas, was ich schon in Steinzeit irgendwann vergessen habe. Und ja, der Regenbogen, den kenne ich von vielen Friseursalons, aber die haben ja auch zu. Ja, Rainbow Rainbow Island, Island. ganz, ganz schlimmes Trauma bei mir. Ja, wer die Frage jetzt nicht, die Antwort jetzt nicht versteht, schaut gerne mal Also jetzt in nicht der die. Flight Simulator, oder? Nicht ganz, Ingo. Knapp daneben. Aber 8 Leute haben die Antwort richtig. Am schnellsten war Michael. Und wie gesagt, es geht hier weiter. Wir hauen noch weitere Steam Keys hier raus. Und wir gucken mal. Wir bleiben bei dem Schwierigkeitslevel. Dann gibt es mehr Antworten. Das ist ein gutes Zeichen. Nehmen wir mal. Was nehmen wir denn mal? Ach, was Schönes. Auch für Amiga Live-Fans. Eigentlich einfach. Mal gucken. Bitte schön. Wie heißt dieses Spiel? Da haben wir uns schon einige Abende mit vertrieben. Ich habe es vergessen. Das ist eine gute Ernsthaft? Voraussetzung. Ja, wir haben das nochmal gespielt. Das war doof. Es ist nicht Yolanda, kleiner Tipp. Und es ist auch Mann, nicht. jetzt habe ich geschrieben, jetzt bin ich zu langsam. Das ist wunderschön hier, das zu sehen. Ich lass mich mal überraschen, wer da diesmal am schnellsten war. Das war total scheiße, das Spiel. Ich habe 20 Minuten gebraucht, um an diesem blöden Magnetfeld vorbeizukommen. Und ihr habt euch alle kaputt gelacht. Mann. Dann kann man auch schon mal über Frauen lachen. Ich meine, es gibt nicht so viele Möglichkeiten. Ihr könnt eigentlich im Prinzip fast alles besser. Bei Computerspielen haben wir dann tatsächlich mal gewonnen. Ja, und ihr seid auch am überheblichsten. Ja, natürlich. Nein, alles gut. Ich weiß ja, wie ihr wirklich seid. Ja. So schön still war es seit Stunden Du nicht. hättest einfach Miriam noch stehen lassen können. Sie war die ganze Zeit online. Ja, das ist toll, danke. Mi, 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 stimmt. Und wieso Oh, ist Miriam wieder nach oben gerutscht? ich muss tatsächlich nochmal Ja. Beaker gucken. Bei YouTube nochmal ein paar Beaker-Videos mit Ist toll, ne? Ich Professor, wie finde das heißt der? Bild super. Das Möbius? passt so Nee. schön. Wer heißt der Professor bei der Muppet Show? Dr. Bunsenbrenner, Dr. oder? Bunsenbrenner, natürlich nicht Möbius. Ach, der, ja. Das ist zu toll. Mi, mi, mi. Honigtau-Bunsenbrenner heißt er. Honigtaubunsen. Ja, genau, Und der hat Honigtau-Bunsenbrenner. auch so eine tolle Stimme, so total klar und so distinguierte Sprache, voller Freude, die Wissenschaft, die aus ihm spricht. Mi, 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 mi. Und Beaker.
Das ist Robin, du hast doch mal den Kanal Let's Game It Out empfohlen bei YouTube, wo doch Spiele gespielt werden, wie man sie nicht spielen sollte. Ja, genau. Der Kanal ist schlichtweg genial. Ich habe mich. Es ist so krank, herrlich. Ja. Vor allem, wie du wieder den Themenpark hergerichtet hat. Mein Gott, da ging es dazu. Genau, wo er den Themenpark von Jurassic Park gibt es ja dieses Manager-Spiel. Wie heißt das noch? Jurassic Park Theme Manager? Nee, Jurassic Park. Wo es bei Epic gab, genau. Genau, und wo er dann das nur so gebaut hat, dass die Tiere entweder sterben oder die vorbeigehenden Leute gegessen werden. Das ist ja herrlich. So müssen Spiele gespielt werden. Ich kriege hier gerade die ersten Antworten. Alle haben natürlich recht und den richtigen Titel getippt. Miriam, du schwächelst übrigens. Ja, ich habe mich vertippt, habe ich ja gesagt, so Mist. Du bist auf Platz 4 abgerutscht in der Geschwindigkeit beim Beantworten. Peinlich. Und ich würde jetzt hier mal gemein sein. Nein, ich bin nicht gemein. Wobei ich bin. Nein. Manuel hat es fast geschafft. Er wurde nur von einer Person überholt in der Geschwindigkeit. Michael, Danny, du warst ein paar Sekunden schneller. Und dann darfst du uns auch die Lösung kurz verraten. Ich gehe nochmal kurz vorher aufs Panel, aber es war eigentlich klar, was es ist. Kleinen Moment. Wo haben wir es denn? Hier haben wir es nochmal. Danny, was war das? Was war die Frage? Also, wenn ich das richtig sehe, hast du gerade die Antwort geschickt und gewonnen. Ach, echt? Was war denn das nochmal? Oh Gott. Du hast gespaltene bist du online. Du hast gespaltene Space Persönlichkeiten, Taxi. Oder? Space Taxi. Ja, genau. Das ist. Wie war das? Ich dachte, es war. Ach so. Ja. Okay. So. Oh nee, oder? Du kamst nicht drauf, Ingo? Das war zu klein. Das ist, ihr müsst es für mich groß. Also warte mal, ich muss es hier größer. Hallo, wir können nicht auf alle Rücksicht nehmen. Ich konnte das nicht erkennen, weil ich habe halt so ein ganz kleines Vorschaubild, ja, irgendwo unten in der Ecke. Also, wir machen jetzt noch eine Quizfrage. Und Radio Paradox schreibt im Chat, man hat keine Chance, wenn man die Mail nicht vortippt. Tipp schon mal vor. Ich glaube, ich muss ein Handy tippen. Ich habe hier 20 E-Mails offen und wähle dann nur noch die aus, die dann stimmt. Ja. Ich mache nicht mal mit. Ich habe 3 Runden, das reicht. Dann bereite mal vor. In 5 Sekunden kommt die nächste Frage. Vielleicht sollte ich was Gemeineres nehmen nochmal. Mal gucken. Aber das ist ja immer sehr subjektiv. Das ist jetzt nicht so schwer, aber lustig. Nee, genau. Ich habe was Lustiges. Die hatten wir noch nicht, ne? Nein, die haben wir noch nicht. Gut, auf geht's. Die nächste Frage. Ach, welcher Spiel noch gar nicht. Bitte was? Ich sehe das Bild noch gar nicht. Es kommt bei mir total verzögert. Jetzt kommt's. Der guckt doch in. Oh, der ist schön. Ja, hast du ihn? Ja. Was? Den finde ich auch gut. Da habe ich auch ein paar Sekunden gebraucht. Bei mir war das Witzige, ich dachte, Wolfgang hat mir die ganzen Lösungen nicht geschickt. Ich saß da, konnte 5 Fragen nicht beantworten, bis ich merkte, dass die Dateinamen den Lösungsnamen beinhaltet haben. Aber das habe ich erst sehr spät gesehen. So, also das zu dieser. Ist auch nicht mehr indiziert. Jetzt hat das auch, ja, genau. Ach, ich glaube, du warst, mal sehen, Manuel, ich glaube, du warst zu langsam. Mail hat er jetzt rausgeschickt, das könnte eng werden. Wir schauen mal. So, und warten da auch mal wieder ab. Manuel hat eine Mail geschrieben. Ah, hier kommen die Antworten. Diesmal hat es geklappt. Manuel war vorbereitet. Ja, einmal hat der Manuel diesmal gewonnen. Und dann machen wir noch einen hinterher. Aber wir müssen auflösen. Ja, auflösen müssen wir. Ich schalte nochmal zurück. Wir überbrücken die Zeit hier mit schönen Quizfragen. Aber die ist wirklich schön. Also die mag ich total gerne, die Frage. Wer möchte lösen? Silent Service. Oh, jetzt kam es mir Gottes gerade. Oh, das ist schön, Miriam. Jetzt kam es mir gerade. Das ist gut. Ja, ich fand ihn gut. Das kann um 21.38 Uhr mal vorkommen. Der war richtig gut, ja. Suchen wir noch einen. Wir machen das hier einfach mal weiter. Das ist gerade lustig. Was haben wir denn noch Schönes? Worüber wir gesprochen haben, 2 links, Patrick. Eine runter und 2 links. Den da? Das dauert nie eine weiter links noch. Den? Den hatten wir ja schon vorhin. Hattet ihr schon? Ach nee, der war nur... Der hat das nur hast du mir gezeigt, genau. Alles klar, hast du recht. Aber der ist wirklich gut. Naja, und im Chat wird behauptet, man hätte jetzt die Wolfgang-Sachen durchschaut. Ja, Palmiga, die Mail ist entweder mail@retospieleclub.de oder mail@retoclub.de, so wie es bei uns auch in der Einblendung steht. Bereitet ihr eure Mails schon mal vor? Bereitet ihr die Mails vor? Es gibt die nächste Frage. So, und wir schalten noch das Bild dazu. Achtung! Der hat bei mir auch ein bisschen sehr lange gedauert, muss ich zugeben. Der war schwer. Und ich glaube, Robin kam nicht drauf, oder? Ich finde ihn super gut. Das ist einer der besten von ihm. Stimmt, der ist geil. Also, herzlichen Glückwunsch. Ah, du wolltest nicht mal mitmachen, ne? Nee, ich bin raus. Wir gucken mal. Wir lassen das noch ein bisschen stehen, weil der ist wirklich, den muss man sacken lassen. Ja, schreibt auch Sasatari, der war richtig gut. Kein Widerstand für ein Spiel.
Oh ja. Was bitte für einen Widerstand? Dein Widerstand. Ich hab. Ach ja. Ja, Miriam hat es. Ja. Nee. Und ganz knapp dahinter Danny und Manuel im Millisekundentakt. Dann Miriam, löst doch mal. Was? Was ist das Spiel? Midnight Resistance. Das ist also total Mitternacht klasse, und der Resistor. Ich hab ja so ein bisschen mit Widerständen zu tun in der Fahrzeugtechnik. Und was ist das denn? Kenne ich gar nicht. Ein Autorennspiel? Nein, Side-Scroller, also ein Side-Scroller. So sofort einer der tollen Amiga-Spiele. Ne? So Action-Spiel. Genau, Contra-Typ, also wie Contra, so von der Art. Ja, also und lange indiziert, weil man kann ja irgendwie auf Menschen schießen. Ich habe nie indizierte Spiele gespielt. Nein, du warst ein guter. Ne? Ist ein cooles Wortspiel. Also. So ein echt gut. Junge. Ja, ich was haben wir denn hier? Sagen, was ist denn das für eine? Die Lösung. Warte mal, ich gucke mal, ob ich noch was Schönes finde. Den hatten wir schon. Ich gehe mal eine Stufe niedriger, dass es etwas leichter wird. Und dann gucken wir, was wir da finden. Jetzt habe ich vier Stück, das ist sonst echt fies. Nein. Wir machen nochmal einen einfachen hier. Der ist so schön gemalt. Aber der ist wirklich total easy. Also das muss jetzt, da müsst ihr euch jetzt gut drauf vorbereiten. Ganz schnell sein. Ich blende gleich ein. Und hier die nächste Frage. Ich muss hier richtig Knopf finden. Nee, ich weiß. Da ist es. Welcher Spieletitel ergibt sich aus diesen beiden Bildern, passend zum erwarteten Schneesturm, der nicht kommt? Genau. Ich höre auch kein Tippen, ne? Das ist echt genau. Ja, das ist, aber das ist jetzt nicht so schwierig, würde ich mal behaupten. Ist doch einfach, Leute. Das ist richtig. Und wir haben die erste. Was Einfaches. Und wir haben die erste Antwort. Der Valentin hat knapp vor Thorsten und Manuel diesmal gewonnen. Also ein Key geht an Valentin. Ich habe mich extra zurückgehalten. Das ist lieb. Ich hatte mir erstmal überlegt. Snow Games? What? Snow Games? Also wer es nicht mitbekommen hat, Winter Games natürlich. So, was haben wir noch? Gucken mal. Unten rechts. Den da, der ist aber nicht so einfach, aber den nehmen wir mal. Okay, ja, das ist gut. Diesmal hat sich Robin einen ausgesucht. Also Robin ist von dieser Frage ausgeschlossen. Nee, Robin sieht ja seinen ab, der ist komplett ausgeschlossen. Ja, alles ehemalige, fast alles oder mit meiner Nicky. Wir schauen mal. Und ich blende wieder ein. Welcher Spieltitel ergibt sich aus diesen beiden Bildern? Gucken wir mal, ob da jemand drauf kommt. Der ist jetzt nicht so simpel, im ersten Moment zumindest nicht. Oh, ey, das ist doch wohl einfach. Sehr einfach. Klauthund. Der Klauthund, genau. Ja, da ist der Manfred am schnellsten gewesen. Mein Gott, kurz vor Ingo, Millisekunden vor Ingo. Unglaublich. Ihr habt doch echt schon alles vorgeschrieben. Ihr habt doch schon eure Mails da überall verteilt. Und dann. Ja, aber ich muss mit dem Handy schreiben, dummerweise. Da bin ich einfach zu langsam. Das kann ich nicht wissen. Das kann vorkommen, ja. Jetzt sind wir auch wieder auf dem aktuellen Stand übrigens mit den Spenden. Die Mails kommen trudeln so langsam nach. Ich hatte es eben vorhin nochmal korrigiert. Also auch da nochmal vielen, vielen Dank an alle. Auch da freuen wir uns natürlich weiterhin über Unterstützung, wenn wir hier schon so hochwertige Sachen raushauen. Dabei weiß ich gar nicht, was wir raushauen, weil das passiert nachher per Zufall. Wir haben noch einen. Robin, such nochmal einen aus hier. Komm. Wer hat denn jetzt gewonnen? Eben hat der, achso, wir müssen nochmal lösen. Der Manfred hat gewonnen. Vierter von oben links. Den da? Und dann müsst ihr eine sagen, links. Was es ist. Ja, Skyfox war das eben gerade. Skyfox, genau. Ja, das ist doch zu leicht, oder? Na gut. Robin möchte was Leichtes. Oder Star Fox? Skyfox. Hast du mir die Sterne gesehen? Stimmt. Ah, Sky. Ah, mein Gott. Das wird schon jetzt kommt was Leichtes. Jetzt kommt was Leichtes. Das muss schnell gehen. Welcher Spieletitel ergibt sich aus diesen beiden Bildern? Ein Glaskugeljunge. Kanonenkind. Kanonenkind. Oh Mann, ich hoffe, ich habe mich nicht vertippt. Das ging zu schnell. Ich habe dicke Finger. Ich meine, wirklich mit dem Handy zu tippen, das ist echt total Mist bei sowas. Ja, ja. Macht aber auch. Weil ich habe echt so Klumpenfinger. Ja, da gab es nur richtige Antworten. Bombcheck war's nicht. Meine E-Mails scrollen gerade nur so durch und da war ganz knapp vorne Thorsten. Auch schön. Ja, die Lösung können wir eigentlich alle im Chor sagen, oder? Bomberman. Einer Blaster. Was? Die Antwort hätte, ernsthaft, die Antwort hätte einen Sonderkey gegeben. Den hätte ich geil gefunden. Das wäre die beste Antwort gewesen. Oh Mann. Na gut, bis 10 können wir hier noch
rumquatschen, wollte ich gerade sagen. Zwei, drei haben wir noch. Wir gucken mal. Robin darf auch. Und er freut sich sogar. Thorsten freut sich. Das ist gut. Du weißt aber gar nicht, was du kriegst. Das weiß ich nämlich auch noch nicht. Das geht nachher per Zufall. Robin, sag nochmal ein. Was ist denn das eine weiter rechts? Oberste Reihe 5. Den da? Ich sehe nicht genau, wo du bist. Ja, mach das mal groß. Das ist gut. Okay, wir haben wieder einen. Den schauen wir uns mal. Da muss man jetzt erstmal lesen, bevor mein Tipp. So schnell geht er nämlich nicht. Mal gucken. Achtung, Bild kommt jetzt. Was passiert bei diesem Spiel als nächstes? Hantel fällt auf die Füße, Gewicht überbricht den Boden oder er schafft den Versuch und kotzt. Das wäre Retro-Komfort-konform, glaube ich. Der Staubsauger, ach so. Ihr könnt ja, wenn ihr schlau seid, mit A, B, C antworten, ne? Da müsste doch schon 20 Mails da sein, Patrick. Ja, die kommen auch schon. Ich muss das, es scrollt so durch. Ja, jetzt hat das endlich, ja, hier einer hat es begriffen, aber leider, das ist jetzt gut. Da gehe ich jetzt rein natürlich. Ingo hat gesagt, die Hantel fällt ihm auf die Füße. Ingo, du warst der Schnellste, aber es ist falsch. Scheiße. Manfred, war das irgendwas? Ich hatte ein Bild vor Augen, aber ich war mir nicht mal sicher. Also es ist von zweite. World Games, oder? Ja, ja, das ist World Games. Manfred, ich meine, auch, dass er da durch den Boden bricht. Er bricht durch den Boden, genau. Oh, Mist, ja, dann, ich war mir nicht sicher. Irgendwas war da, also der hat sich wehgetan. Ja, du kannst übrigens beruhigt sein. Ich habe es auch nicht sicher gewusst. Ich habe geschwankt zwischen zwei Antworten. So, also das C nicht, also das wusste ich definitiv. Also C, nee. Nee, aber es war auch nicht A, es war B. Nee. Genau, Robin, du darfst nochmal wieder. Ich scroll mal runter, such dir was Schönes aus. Mm. Nehmen wir mal nicht die Classic, nehmen wir mal die, die wir nicht hatten, bitte. Einfach, warte mal. Und auch nichts, was wir heute schon hatten. Mittlere Reihe, zweites von links. Was steht da? Das ist eine Logo-Frage, die ist in der Mitte das? Das hatten wir schon. Das ist eine Logo-Frage. Entschuldigung. Das macht nichts. Das konnte ich nicht aufhalten. Danke. Neben Skyfox? Neben Skyfox ist mein Bildschirm zu Ende. Du meinst das? Links davon, ja. Das ist wieder simpel, aber das ist schön. Doch, das geht. Ja, ja, das ist gut. Okay, es folgt die nächste Frage. Zack. Welcher Name wurde hier überpinselt? So, sollte jetzt der Erste da sein? Der Erste kommt. Das geht hier wirklich, das geht hier um Millisekunden. Also das war wirklich, wow, das ist knapp gewesen. Uiuiuiui, da geht's ja ab. Da waren fast zeitgleich und deswegen, das kam gleichzeitig rein. Das ist wirklich wahrscheinlich nur Zufall gewesen. Deswegen gibt es da jetzt mal zwei Preise. Manfred und Thorsten waren am schnellsten mit Abstand. Und ja, welcher Titel wurde übermalt? SimCity. Ach, SimCity, genau. Genau. Und da gab es jetzt hier über 10 richtige Antworten. Sehr gut. Das sind ja wirklich Experten hier. Also einen machen wir noch und dann gibt es wieder einen kurzen Trailer. Experten hier. Ja, ja. So, schauen wir mal. Zack. Was nehmen wir als letztes vor dieser Pause? Oh, das eine links, eine hoch. Das da? Ich sehe mal nicht, wo du bist. Klick mal einmal drauf. Nee, eine hoch, zwei rechts. Den? Ja. Das ist eine schöne Klassikfrage, die gefällt mir auch. Okay, die letzte Frage in dieser Stunde. Spitzt eure Bleistifte, legt euer Handy beiseite, nehmt die schnellste Tastatur, die ihr habt und beantwortet oder Handy. Die, wenn das die schnellste Tastatur von euch ist. Na gut, aber ich glaube, Ingo ist auch schon eintrainiert. Es geht los. Wie heißt dieses Spiel? Das ist wirklich einfach. Da gucken wir doch mal, was da rauskommt. Da kommen mindestens zwei falsche Antworten. Ich habe es vergessen. Ich lese nur die falschen Antworten vor. Okay, nein. Ja, ja, mach mal. Ja, ich habe Scheiße gebaut. Es gibt doch keine falsche Antwort. Warum? Ja, ich habe es falsch gemacht. Schon aber so schnell? Das ist bei mir total spät. Da habt ihr schon eure Lösung, da kommt bei mir ist das Bild. Ja, bei mir auch. Also bei mir kommt es auch spät. Aber ich glaube, ich bin total falsch. Also das ist... nein, Ingo, du warst sogar am zweitschnellsten. Oh, aber...
Manfred hat dich kurz überholt auf der Zielgeraden. Weil der hat auch eine richtige Tastatur. Ich habe nur so ein Popel-Handy. Ja, aber Entschuldigung. Popel-Handy! Ein Popel-Handy mit Wurstfingern hilft beim Retro-Kompott-Quiz nicht weiter. Ja, und im Chat ist man sich einig. Turbo Torte schreibt tolles Spiel und Radio Parallax, ich habe das Genre gehasst. Wie schön, dass die Community einer Meinung ist. Wir machen nochmal den Trailer an, dann quatschen wir noch ein bisschen. Achso, Kaiser war das übrigens. Ach, natürlich, Entschuldigung. Ja, es war Kaiser, selbstverständlich. Ja, wir schmeißen nochmal einen Trailer an und dann quatschen wir nochmal eine Stunde, holen wir noch ein, zwei Gäste dazu und dann werden wir uns so langsam auf Amiga Live vorbereiten.